Grundidee vom Grenzgänger war, dass wir einen Premium-Wanderweg installieren wollten. Und da wir sehr gute Partnerschaft mit Bad Hindelang und mit dem Lechtal haben, ist da die Idee dann entstanden, eben grenzüberschreitend den Grenzgänger entlang der Staatsgrenze zu installieren. Für diese Wege, weil sie halt einmal hindert und einmal dienert sind, fühlt sich so im Grunde genommen keiner so richtig verantwortlich. Machen wir doch ein gemeinsames Projekt und tun einmal roundabout diese 80 Kilometer Wege entlang des oder auf dem Grenzkamm vorwiegend und um der Hochvogel rum und natürlich mit den Zustiegen wirklich in Wert setzend. Und wir wollten ein gutes Projekt starten, haben auch gewusst, dass die regionale Entwicklung außerfern uns da schon bei vielen Förderprojekten zur Seite gestanden ist. Und dementsprechend haben wir uns natürlich wieder an die regionale Entwicklung gewandt. Und dann ist man, ich sage jetzt mal, die Vorarbeit ging ja über mehrere Monate, also das hat, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr mit toller Unterstützung. Du hast ja gar keine Chance, einen Antrag zu stellen ohne die Unterstützung der Regionalentwicklung. Das ist wirklich gar nicht möglich. Und sind dann eben, weil man muss ja dann das auch entsprechend einmal ja, grob durchkalkulieren, den Wegebau, aber auch das Marketing, das beinhaltet ist. Wir sind dann auf ein Gesamtvolumen gekommen von 1,55 Millionen Euro. Interreg-Projekt hat wirklich super funktioniert, muss man einfach sagen. Wir sind froh, dass wir dieses Projekt angegangen sind. Wir sind froh, dass es so umgesetzt worden ist und sagen da der Regionalentwicklung außerfern nochmals herzlichen Dank für die Begleitung und Unterstützung beim Projekt Grenzgänger.